Please don't move and look straight ahead. I promise you won't feel a thing. It's a go for molecular reduction. Spacer is prime. Where you are going, all your worries will seem so small. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Grounded. So, wie ihr seht, habe ich das Lager aufgebessert, denn die Basis muss verstärkt werden. Ich hatte nämlich folgendes Problem. Ich weiß, wir wollten eigentlich in den Teich und die Knochen für den Blasenhelm suchen, damit wir die zu der Forschungsstation können. Bevor wir zur Forschungsstation gehen, werden wir aber auch noch ein Werkzeug holen, eine Zange, eine Waffe, die ist absolut OP und irgendwo da hinten an der Mauer. Das müssen wir uns jetzt aber ein bisschen aufschieben, denn in einer lauen Sommernacht kam ich von meinem abendlichen Spaziergang durch den Garten zurück nach Hause in meine Basis. Nichts ahnend erwartete mich hier eine Wolfsspinne namens Wolfgang. Sehr kreativ bei der, möchte ich da noch anmerken. Und diese Wolfsspinne hat mich ungefähr 9 Leben gekostet, bis ich die hier endlich losgeworden bin. Und als die denn endlich weg war, die hat hier vorne gewartet, als ich die endlich losgeworden bin, kam erst eine große Radnetzspinne über diesen Stein, über den ich hier auch hochgehe, wo ich immer dachte, das ist total sicher hier, kam eine Radnetzspinne hoch. Dann musste ich die auch bezwingen. Mit allen Mitteln und Feuer habe ich sie bekämpft und bam. Und dann war sie weg und dann kam die nächste Radnetzspinne. Also habe ich mir gesagt, so, das bringt jetzt nichts mehr. Wir müssen unsere Basis erweitern. Wir müssen hier vorne was machen. So, ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Wir räumen den erstmal zur Seite. Und zwar werden wir hier eine Mauer hinziehen, dass man über diesen Stein nicht mehr hochkommt. Dann haben wir noch das Kleeblatt da hinten. Ich hoffe, dass da nicht auch irgendwas hochkommt, sonst muss ich mir da auch noch was einfallen lassen. Und dann werden wir uns hier einen Aufgang hinbauen. Schön. Mit Treppen und Fackeln und Wänden und Fenstern und so richtig toll. Und hier möchte ich später, das müssen wir aber irgendwann ganz später machen, möchte ich gerne mit einer Treppe eine Etage runter. Und hier habe ich mir vorgestellt, ich kann ja hier so eine Terrasse vor dem Stein, das würde richtig gut aussehen, hinsetzen. Da kommen dann Stühle, Tisch, Lampe hin. Schöne Aussicht. Ich hoffe, dass wenn wir das hier zubauen, das nicht der nächste Aufgang oder Weg nach oben für die ganzen Insekten wird. Hat auch keinen besonderen Zweck oder... Es ist für nichts gut, aber es sieht halt toll aus. Ich möchte es unbedingt haben. Aber das werden wir irgendwann mal machen. Ist jetzt auch nicht, dass ich da sage, aber ich setze da eine Schmiede hin. Das ist wirklich so rein fürs Auge. So, wir fangen jetzt erstmal an. Wir ziehen uns hier ein paar Fundamente. Damit wir unseren Boden erweitern können. Wir müssen uns ja einmal ranarbeiten hier vorne an die Kante. So. Hier kann auch noch einer hin. Und hier auch. Gut. Und dann gibt es ja noch so ein Dreieckstängelgerüst. Ja, wo haben wir das denn? Das hier. Perfekt. Das, so ist doch Hammer. Oder vielleicht so. Ja, wir setzen das natürlich vernünftig hin. Und zack. So. Dann fangen wir erstmal an. Wir verkleinern den ganzen Kram hier. Damit wir hier ein paar Platten drauflegen können. Ich will dabei auch nicht trödeln, denn ich hätte gerne, also optimal wäre es, wenn wir den Aufgang, wahrscheinlich nicht mit Dach, ne, das müssen wir ein andermal machen, aber wenn wir schon mal den Aufgang soweit fertig kriegen in dieser Folge, da würde ich mich schon sehr darüber freuen, so dass wir in der nächsten Folge nach Möglichkeit, ich hoffe, das klappt alles, schon den Blasenhelm suchen können, beziehungsweise das Material dafür. Und wir haben gerade einen optimalen Start für unsere Bauphase, denn Jochen ist mit seiner Frau... Jochen ist übrigens der Bombardierkäfer, der hier unter mir wohnt. Ätzender Nachbar. Er kackt alles voll und ist immer mies gelaunt. Seine Frau ist genauso spießig und ekelhaft.
Zumindest sind die beiden gerade im Urlaub. Deswegen ist das die Gelegenheit, dass wir uns unten richtig austoben können, ne? Dann kriegen wir da zumindest keine Probleme. Er ist halt so ein old crampy man, ne, der Jochen. Ich weiß nicht, die beiden, ob die irgendwelche Probleme haben oder so. Die sind immer mies gelaunt, beschimpfen mich, beschmeißen mich mit Exkrementen, die hinten aus ihren Hinterteilen kommen. Ist das eine Ameise? Oh nein, das ist Jochen! Wo kommst du denn her? Oh nein, oh nein, du warst doch weg. Oh nein, ich komme hier nicht hoch. Panik, Panik. Verdammt, was will denn der schon wieder hier? Die waren noch im Urlaub. Boah, die sind aber früh zurück. Die sind früh zurückgekommen aus dem Urlaub. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Na, vielleicht schaffen wir es ja noch, dass wir Jochen fertig machen nachher. Dann kann ich meine Insektenaxt endlich bauen. Das wäre natürlich auch geil. Und das meine ich, der ist immer mies gelaunt, ja? Kein, hey, Babel, wie geht's? Wir sind aus dem Urlaub zurück. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Nö, der macht mich gleich wieder fertig, ja? Beschmeißt mich direkt wieder. Ätzend, der Typ. Ätzend. Ja. So, und zack. Komm. Ah. So. Gut, dann verkleiden wir jetzt erstmal den Boden mit Rasen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Kann ich hier nicht noch... Muss ich da hinten auch mit... Nein. So, es gibt, by the way, eine Möglichkeit, wie man noch mehr Zeug schleppen kann. Und zwar gibt es einmal ein Perk, das ich glücklicherweise nicht besitze. Und zum anderen kann man sich noch eine Mütze craften. Und das Material findet man... auf und unter dem Geräteschuppen, glaube ich. Oder nur unter? An den Geräteschuppen. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir angeguckt, wie diese Mütze aussieht. Ich war noch nicht beim Geräteschuppen. Aber die brauchen wir auch noch. Damit wir hier... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dann kann man 12 Sachen nehmen mit der Mütze. Mit dem Perk zusammen kommt man noch weiter. Also es lässt sich kombinieren. Ja, das ist halt... Es ist halt ein umfangreiches Spiel mit vielen Möglichkeiten. Ja, man nimmt sich immer so viel vor. Aber es beansprucht dann doch alles ziemlich viel Zeit. So. Haben wir doch schon mal unser Fundament zumindest schon mal fast fertig. So. Gut. Und hier würde ich jetzt gern eine Treppe runtersetzen. Das Problem, wenn wir jetzt gerade zugehen, wir kommen ja genau auf den Graben zu oder eventuell auf die Pflanze. Das heißt, wir müssen in einem Bogen hier rüber gehen. Das ist die einzig ebene Fläche. Und wenn wir hier, dann sehen wir ein Stück vom Stein. Das wäre jetzt natürlich nicht so schön. Aber wir können ja hier mit so einem Konsolgerüst ein Stück rausgehen. Oh. Ah nein. Jetzt habe ich den gedreht. Standort belegt. So.
Dann sollte das doch mit der Treppe eigentlich funktionieren. Wunderbar. Oh, da unten läuft Essen. Kann ich das Konsolengerüst jetzt noch nachträglich... Ah, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Doch. Alles kein Problem. Hier kommen wir auch hin. Wir sollten allerdings Stängel mitnehmen. So. So. Oh Gott, ich habe noch gar keine Treppe dran. Oh, wir müssen natürlich erstmal den Abgang bauen, sonst, wenn ich hier erst die Wand baue hier oben, dürfen wir aber auf keinen Fall vergessen, weil die ist ja der ausschlaggebende Grund, warum wir uns das hier antun. Aber bevor wir die Wand bauen, muss natürlich der Aufgang fertig sein, weil sonst kommen wir ja auch nicht mehr hoch. Naja, hinten übers Klee, aber das wäre ein bisschen umständlich, wenn wir hier bauen. So. So, soweit ist das doch schon mal in Ordnung, oder? Man hier vielleicht nochmal ein rausgehen sollen? Ah, ich weiß nicht. Nachher ist hier das Gerüst in der Luft oder so. Das würde für mich... Nee, das sieht dann auch nicht aus. So. Wir lassen ja erstmal die 3. Und setzen in der Ecke... so ein Dreieck hin. So. Zack. Zack. Und dann gehen wir hier... Oh, oder? Ja, wegen der Treppe... Ne, eine Doppeltreppe wäre doof. Dann kommen wir ja direkt an den Stein. Das heißt, wir setzen jetzt hier die Treppe runter. Brauchen wir noch einen Stängel. Oh, und wir brauchen immer noch Rasen. So, den stacken wir noch so mit. Und dann nehmen wir uns nochmal so eine Palette mit. Wo können wir die hinstellen? Jetzt habe ich eine leere Palette mitgenommen. Ah, Mann. Die da drunter wollte ich ja haben. Und so. Kann er mich hier sehen? Nee. Weil er blind ist. Ah, ich brauche erst Gerüst. Ohne Gerüst kann ich nicht bauen. Okay, warte. Dann nehmen wir uns einmal ein paar Stängel mit hier. So. Und räumen die vielleicht noch mal kurz an die Seite. Das müssen wir erstmal hier so ein Gerüst drunter setzen. Ah, hier unten sieht man noch eine Ecke. So, dann sieht das sauber aus, ne? Gut, jetzt brauchen wir die Treppe. So, und so. Ah, muss ich erst das Gerüst fertig bauen, sonst kann ich da nicht weitermachen. Jetzt kann ich da trotzdem... Doch. Aber mir fehlt Rasen jetzt. Okay, dann machen wir erstmal hier das Gerüst kurz. So, dass wir die Hände frei haben. Oh! Komme ich da überhaupt noch rüber? Okay, okay, okay. Mit Anlauf. Oh, wir können mal ein bisschen Licht einsparen.
Ich komme da nicht rüber. Schön. Okay, hier komme ich zumindest noch hoch. Wir brauchen Rasen. So. Also das müssen wir auf jeden Fall heute noch hier unten dicht machen. Weil sonst haben wir jetzt quasi die Einladung schlechthin gemacht für Jochen und seine Frau, dass der eigentlich hier hochkommt, ne? Also, ratzfatz haben wir hier Mathilda und Jochen oben. Aber die kommen nicht zum Kaffee trinken. Ja, dann wollen die wieder Stunk machen. Kennen die ja. Oh, komme ich da hin? Ja. So, da haben wir schon wieder eine Palette leer. Hm, ob das alles so reicht, wie ich mir das vorstelle. Au! Ich wollte mich gerade umdrehen. Den mache ich fertig. Wenn ich hier fertig bin, mache ich den fertig. Jetzt natürlich keine Zeit. Wir wollen... Hoi, Jochen... Kommt aus dem Urlaub wieder gleich Kacklaune, ey, das kann nicht sein. Was soll denn das alles? Wir wollen doch hier unsere Base weiterbauen. Der verkackte Miesepeter. Okay, Luft ist rein. Ein da, ein da, ein hier. So. Ein da, ein da. Ein hier. Jetzt müsste man eigentlich hier auch noch ein Gerüst vorsetzen, ne? Damit das wirklich akkurat ist. So. Geht alles im Boden. Das ist nur eine Ameise. Die ist kein Problem mehr. Wir haben ja unsere Rüstung, denn wir sind Ant-Man. So. So. Und wunderbar. Okay, das mit dieser kleinen Ecke hier, das ist ein bisschen doof, aber nützt ja nichts. Das geht nicht anders. Aber es wird ja später eh verkleidet. Das ist ja einfach nur der Richtigkeit her, ne? So. Dann brauchen wir hier auch noch mal ein Stängelgerüst. So. Oh, da fehlt was. Ah, wie komme ich denn da jetzt ran? Nein. Falsche Richtung. Oh mein Gott. Oh, der geht mir aber auf den Spürendor. Kann ich von hier oben bauen? Nein, ich hab's nicht geschafft. Hey, hey. Are you good? Ah, oh, komm schon. Aha. Oh, das hat schon mal funktioniert. So, hier haben wir noch was verloren und da. Der ist noch über. Das war's, ne? Gut, dann würde ich sagen, kommt hier nochmal so eine Traverse hin, so ein Konsolengerüst. Und das gleiche als Dreieck haben wir auch noch.
Da. Wunderbar. Das sieht, glaube ich, also würde ich jetzt behaupten, das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Als Aufgang. So, jetzt müssen wir noch schnell ein paar Wände machen. Ja, ein bisschen beeilen. Ich wollte das ja gerne diese Folge fertig machen. So, Wände. Viele Wände, schnelles Ende. Nee. Nehmen wir die hier. Verstärkte Wand auf jeden Fall. Und wir setzen das so, dass die Diagonale einmal durchgeht. So. Versperrt. Okay, da kann ich nicht bauen. Kann ich hier bauen? Auch nicht, weil ich die Traversen gebaut habe, ne? Das ist ja... Na gut. Wenn er nicht will, dann will er nicht. So, wir sind jetzt hier wie gekommen, schräg. So. Nee, Quatsch. Ah, wir kommen hier im Versatz. Die müssen nochmal weg. So. Ja, das mache ich von oben. Das sehe ich jetzt nicht genau, wie das da hinkommt. So. Den hier unten, da und da. So, dann können wir die einmal austauschen. Die kommt hin. Oh, ich glaube, mein Material reicht gar nicht für das, was ich vorhab. Ich habe extra noch groß gesammelt, aber... Wir haben jetzt eine Etage Rasen schon weg. Und die von den Stängeln ist halt auch nicht mehr viel über. Okay, den kann ich nicht bauen. Warum auch immer. Wieso kann ich da nicht zumachen? So, ich nehme erstmal Rasen. Da habe ich keine Wand. So, dann haben wir den fertig. Gut. Dann können wir die einmal austauschen gehen. Oh, das kann ich. Jetzt habe ich schon wieder... Ich habe eine leere Palette genommen. Wieder eine Augen. Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, ne? So, jetzt aber. Jetzt aber. Okay. Ja, wir können leider nicht ganz so in Ruhe bauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich beeile mich, dass die Folge hier schnell über die Bühne bringen. Eigentlich, wir sind ja eigentlich gemütlich hier in dem Spiel unterwegs, ne? Okay, die ist auch schon wieder weg.
Ich würde sagen, wir brauchen einfach die Paletten auf und dann machen wir erstmal Jochen kalt. Dann können wir uns eine bessere Axt holen. Und wenn wir eine bessere Axt haben, dann macht es das Ganze auch schon viel leichter. Ist die voll? Hat wieder die obere genommen. So. Machen wir die beiden hier noch zu. Okay. Und die ist auch gleich leer. So. Oh, das kann ich. Er kommt aber nicht hinterher, ne? Mir reicht's gleich. Gleich mache ich den fertig. Aua! Wieso kann der da durchbeißen? Kommt der schon wieder? Oh, jetzt bleibt er auch noch hier. Ach so, na klar kann der hier durchbeißen. Ist ja auch noch nicht fertig. Ja. Das ist ja nur die Skizze. Hier steht ja noch gar keine Wand. Oh, da fehlt noch eine Stange. Und da fehlt auch noch eine Stange. So. Nehmen wir den auch schon mal mit runter. So. So. Aha, jetzt geht's. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, hier kommen jetzt die Fenster rauf. 1, 2, 3. Das hier unten müssen wir zumindest noch zumachen. So. Ja, und jetzt, also ein bisschen Vorraum sollte ja schon bleiben, ne? Pass auf, dann stellen wir den nochmal an die Seite. Ziehen uns die Wand hier nochmal ein Stück vor. Und setzen hier jetzt eine Tür. Oh, ein zurück. Wir haben auch noch andere Türen, ne? Eine stabile Tür. Stabil. Ich bin aus grobes Seil. Oh, das habe ich jetzt gar nicht hier. Aber ist ja eine Kiste. Okay. Das ist ja kein Problem. Das können wir ja holen. So, jetzt hier nochmal. Zack, dann können wir die Leere nämlich mitnehmen. So. Und gegen eine volle austauschen. Und wir holen uns nochmal schnell grobes Seil. 3 Stück waren das. Oh, passt ja super. Komm. Komm, Palette, komm. Komm, wir gehen. So. Ja, wunderbar. Dann machen wir hier noch schnell dicht. So. Ups. Falscher Knopf. So.
ein Marienkäfer. Gut, also hier über diesen Stein. Ja, gut. Wenn die jetzt hier lang gehen, können die hier hoch und hier rüber, ne? Das heißt, wir müssen... Oh, ich muss hier nicht nur dicht machen, ich muss rein theoretisch hier auch ein Dach direkt machen. Weil ich sonst... Was sind das? Sonst habe ich ja das Problem, dass der von oben reinspringen kann. So und so. Können wir eigentlich auch von außen machen? Man muss immer die Reihenfolge einhalten, ne, in der man angezeichnet hat, unter bestimmten Voraussetzungen. Ah, so. Ja. Jetzt verstehe ich. Ah. Warte, das legen wir einmal kurz ab. Weil sonst würde ja die Wand in der Luft schweben, ne? So. So. Und dann können wir hier oben gleich einen reinschmeißen. Gut. Dann haben wir die schon mal. Die können wir zurückpacken. So, dann tauschen wir das noch aus und dann haben wir das tatsächlich angefangen. Geschafft möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir sind schon mal ein gutes Stück vorangekommen. So, nehmen wir die einmal mit. Das ist nicht wahr. Ja, das mit dem Regal funktioniert noch nicht ganz so optimal. Das ist aber der richtige. So, dann nehmen wir uns den schon mal mit runter. So. So und zwei noch. So. Ein bisschen Material haben wir noch. Wir können jetzt entweder hier oben das Fenster noch machen. Oder wir könnten stattdessen... unten noch weiter bauen. Entweder hier noch höher gehen direkt oder... Nee, ich würde hier die Höhe würde ich lassen, dann würde ich hier ein Dach machen. Wenn ich... Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich jetzt hier ein Dach hinsetze und dann kommt ja hier ein Dach quasi schräg nach oben, wären die Insekten intelligent genug, vom Stein aufs Dach, übers Dach in meine Base zu gehen? Das wäre jetzt eine... Gut, das muss ich ausprobieren. Ich hoffe, dass die nicht intelligent genug sind. Falls doch, dann... Ja, habe ich ein Problem. So, kommt der nochmal so hin. So. Ah, Mensch. Ach Gott. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir wollen ja hier oben noch eine Wand bauen. Ich verjuck hier mein Material, was ich hier habe. Der ganze Sinn und Zweck dieses Treppenaufgangs ist ja eigentlich nur, dass wir hier eine Wand stellen können und trotzdem noch reinkommen. Okay, da habe ich nicht ganz drüber nachgedacht. Eine Wand. Diese Wand. Wo ist denn die hochgesprungen? Ungefähr hier. Ist eigentlich geil. Wir müssen ja sowieso komplett dicht machen. So. Möchte man die Mitte vielleicht nochmal durch ein Fenster austauschen? Ja, oder?
Ist immer schöner, wenn man viel rausgucken kann. Ich hätte hier auch einen Zaun gesetzt, ne? Aber ich weiß nicht, ob der Zaun wirklich die Insekten abhält. Und auf noch so eine Begegnung der dritten Art bin ich nicht unbedingt scharf. Deswegen machen wir das so. Wunderbar. Und hier haben wir noch einen über. So. Und. Achso, mehr geht nicht. Jetzt habe ich noch drei Planken. Kann ich noch was machen? Ah, ich denke mal, das reicht, ne? Für heute reicht das. So, dann bringen wir die einmal wieder zurück. Und dann können wir die noch einmal wegstellen. Die muss ich dann, oder wir, oder ich, mache die zwischendurch dann wieder voll. Und dann kann man wieder weiterbauen. Aber so fühle ich mich schon mal sicherer. Also jetzt kann zumindest kein Tier mehr über die Steine hier hochkommen. Und wenn doch, kann er, glaube ich, nicht hier an der Ecke lang gehen. Naja, die wahrscheinlich, also ich glaube, die Tiere, die würden eher runterfallen. Da gehe ich jetzt halt nicht von aus. Aber das wäre halt, wenn der hier aufs Dach springt, auf das Dach hochgeht. Schwieriges Thema. Das muss ich ausprobieren, ansonsten muss ich halt hier nochmal ein bisschen höher gehen. Wäre aber schon schade, weil es sieht ja so nicht schlecht aus, ne? So, einen Blick drauf werfen. Doch, ich denke, das ist okay. Finde es auch gut, dass wir hier mit dem Grün gearbeitet haben. Dass wir gesagt haben, wir machen nicht hier die gleichen Stängel. Da, die kleine. Die war nämlich auch oben bei mir. So, dann bauen wir das nächste Mal, nachdem wir die Knochen gefunden haben und die Zange und nachdem wir Jochen gekillt haben. Jochen machen wir kalt. Aber das gibt Payback, ne? Dafür, dass der uns hier angegriffen hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.